Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Warframe. Heute werde ich zusammen mit meinem Freund Carsten Moin. Wieder eine Runde sterben gehen. Die hoffentlich nicht. Doch. Doch. Ich vermute es sehr stark. Also ich hoffe es auch nicht. Wir gehen ja mal vom Besten aus, aber wir begraben uns schon mal vorsätzlich. Die nächste Mission lautet Apollodorus und hat die Stufe jetzt auf einmal nur noch 2 bis 4. Bei mir sind wir noch 16 bis 18. Bei mir ist es jetzt Stufe... Oh, ja, war auf dem Falschen drauf. Scheiße. Ich war bei Laris drauf. Okay, ja, es ist Stufe 16 bis 18. Ist ein bisschen schlecht, weil wir... Ne, wir versuchen es einfach. Ich sag einfach nichts. Wir lassen uns überraschen. Die Mission wird sehr viel Spaß machen. Ich hoffe. Ja. Soll ich dich einladen? Lädst du mich ein? Lade dich nochmal ein. Lädst du mich einfach ein. Alles klar. Oder? Nee, warte mal. So, einladen. Einladung enthalten. Und start. Sled. Please wait. So. Wieso hat das ein Ausrufezeichen? Oh nein. Oh nein. Oh, ich ahne Böses. Liebe Freunde, lasst euch sagen, ich könnte einen Schnaps vertragen. Das könnte jetzt ganz schwierig werden. Guck mal, da hängen irgendwelche Leute drin. Siehst du das? Ja. An der Wand. Sollen wir die töten? Ich höre schon irgendwas. Also, liebe Freunde, oh, da sind Laser, die alles scannen. Oh, fuck. Und da gehen schon die ersten Roboter lang. Ich versuche den von hinten zu kriegen. Und Gegner, zurück. Wo ist der Roboter? Okay. Der geht da im Kreis. Was passiert mit dem Typen? Der Typ geht auch da lang. Ich werde ihn jetzt. Fuck. Da sind noch mehr Typen. Den kriegst du. Super. Shit, wirklich? Die kommen. Okay, zu spät. Wow, Alter, what the fuck, ich lieg schon ab. Fuck me. Okay. Ja, leck mich doch, ich bin down. What the fuck? Was geht da ab? Oh nee, Alter. Gut, die sind immer noch am Kämpfen. Ich will aber immer noch. Ich bin noch am Leben. Über mir hängen's, oder was? Alter, passiert bei dir auch noch so ganz viel Scheiße? Nee, ich bin hier noch tot und irgendwie. Weiß ich nicht, irgendwie will ich meine Wiederbelebung nicht für den krassen Scheiß raushauen. Ach so, deswegen liege ich hier noch, weil du dich doch noch wiederbeleben könntest. Ja, wahrscheinlich. Aber wollen wir es nochmal? Nee, wir versuchen es nochmal, aber ohne Wiederbelebung. Also nochmal aufgeben und nochmal ganz von vorne. Ja, bitte. Okay. Alter. What the fuck? Also das ist jetzt doch schon eine Nummer krasser als vorher. Meine Fresse. Oh Gott. Oh. Wieso hat das auf einmal ein Ausrufezeichen, sag mal? Steht hier links wieder irgendeine Mission? Nee. Siehst du das? Ja, ich sehe es, aber ich... Warte mal. Alarmierung. Ganz am Anfang mit dem Planeten-Konstellation. Oh, es ist mein Spiel abgestürzt. Also nicht abgestürzt, aber minimiert aus Versehen. Alter, ich kann es nicht... Bin ich da drauf gekommen, dann öffnet sich mein Browser. Ah, da, feindlicher Waffentransport. Apollodorus, also, ja, feindlicher Waffentransport. Ach du Scheiße.
Also bei mir ist feindlicher Waffenoffizier lokalisiert, 23 Minuten. Und ich glaube, das ist halt sowas für extra krasse Menschen. Also sollen wir das ablehnen? Also ich weiß nicht, irgendwie... Ja, nee, ich glaube, das packen wir nicht. Da verballern wir einfach unsere Wiederbelebung. Obwohl es mich ja schon reizen würde, muss ich ja schon ganz ehrlich... Ja, mich auch. Alter Vater. 4300 ja. Credits gibt's als Belohnung. Aber ich will, nee, machen wir nicht, oder? Komm, das war echt zu hart. Also ich meine, ja, das ist sehr hart. Das, ich glaube, das ist für welche, die ein bisschen echt Geld in das Spiel reinstecken. Ich würde jetzt gerne eine ganz gechillte Runde spielen, anstatt hier einfach. Boah, wollen wir so mal. Wollen wir sonst versuchen, auf der Venus weiterzumachen? Kommst du? Geht ja noch nicht, oder? Weiß ich nicht. Klick mal auf die Venus. Ah, doch, 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 kann ich, ja. Küsse dann. Küsse dann. Genau, ich lade dich mal ein. So. Na gut. Machen wir da weiter. Na, würde ich sagen. Gut. So, okay. Alter, was ist das einfach? Übel. Zu krass. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Oh nein. Ich sehe die Scanner ja jetzt schon. Jetzt ist dein Schal nicht mehr rot. Er ist nicht mehr rot. Okay. Oh Mann. Okay. Hier ist eine Tür. Oh, oh. Ist da drin? Irgendwas? Ne, niemand drin. Noch nicht. Aber hier sollen wir auch nicht hin. Schade, wäre ja auch zu einfach. Mission abgeschlossen. Nee. Was ist da oben Gegner? Keep moving. The power source is deep within the outpost. Ja. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, jetzt weiterzugehen. Ich auch. Warum kommt jetzt schon Kriegsmusik? Ich weiß es nicht. Haben wir irgendwas? Oh. Ist das ein Scanner da oben? Nee. Nur eine Lampe. Nee, das war einfach nur ein Audio-Bug, glaube ich. Beziehungsweise einfach nur jetzt eine Einspielung von einem Sound, der zufällig kommt. Okay. Hoffentlich. Schicker Schal, ist er neu? Oh, da ist ein Scanner. Das ist ein Scanner? Kann man ihn kaputt machen? Ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Überwachungskamera. Ich glaube doch. Wollen wir es versuchen? Ja. Oh. Er ist hoch geworden. Toll, hier geht's gar nicht längs. Okay, wir müssen da links irgendwie. Hä? Warum zeigt das Ausrufezeichen keine Richtung? Müssen wir da hoch vielleicht? Ah, warte. Rechts hoch. Nee. So nicht, aber so wahrscheinlich. Bist du von oben? Jo. Wie hast du das geschafft? Einfach hier links die Wand laufen, lang laufen und dann hochspringen. Ah, ich hab's ja. Oder so. Oh, Scanner. Da ist eine Tür. Hier ist eine grüne Tür. Da ist noch eine. Ah, ich geh mal durch die linke, guck mal, was da abgeht. Oh! Also bei mir sind so... Laserstrahlen, aber die sind wieder weg. Was zum Henker ist das hier für eine Kontrollstation? Ah, keine Ahnung. So ein Loch im Boden.
Oh, ich höre Grunzen. Ja, habe ich auch gehört. Die Tore. Oh, da hinten sind welche. Scheiß Lichtschranken. Ah, was machen wir nun? Erstmal die Umgebung checken. Oh, man kann nicht rechts, man kann rechts lang, aber nicht links lang. Man kann rechts den Gang durch, wenn der Scanner weg ist, laufen wir rechts den Gang rein, ne? Mhm, okay. Also. Ah, da kommt jetzt der Typ auf uns zu, scheiße. Oh nein, 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 nein. Okay, jetzt entwickelt er sich doch zu einem sehr starken Schleichspiel. Also das nächste Mal, wenn der Laser wieder weg ist. Sich umgedreht? Der backt sich da gerade fest irgendwie. So, jetzt. Shit. Oh. Oh. Oh, warte, ich kann jetzt nicht. Der kommt jetzt auf mich zu. Pass auf, der ist hinter dir. Shit, 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 shit. Nein, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Sehr schön. Oh Gott. So, mit der Kamera. Oh nein, die hat dich gesehen! Nein, 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 nein. Sie ist nicht rot geworden. Doch. Kurz. Nicht lang genug. Oh, da ist noch eine, pass Scanner. Auf. Oh, scheiße. Leck mich doch! Oh, oh ne, die Lichtschranke, Alter. Oh. Oh, fuck. Nichts passiert. Kein Alarm. Keep moving, will er mich verarschen? Wenn wir jetzt da durchlaufen, dann werden wir sofort. Pass auf, der Scanner. Bist du durch? Jo, bin durch. Alter, ich komm nicht durch. Muss warten, bis die Kamera hinter dir nach links guckt. Ganz weit nach links. Ne, wenn ich in der Nähe bin, geht das Ding nicht auf. Und wenn ich weggehe, geht's auf. Ja, sie verfolgt dich gerade, sie sieht dich. Jetzt hat sie mich gesehen. Pass auf, warte, jetzt, jetzt. Gut. Oh Mann. Ist das ne... Oh. Pass auf, oben ist auch noch eine. Ich höre hier irgendwas... Robotermäßiges. Können wir da hoch? Nö. Oder? Sieht nicht so aus, ne? Sollen wir uns wagen, durch die Tür zu gucken? Ja. Komm mal mit hier rein. In die Ecke. Und dann gehen wir ganz nah an die Tür ran, gucken wir um die Ecke. Oh, so. Fuck. So, nein, zu spät. Jo. Okay, ist aber nicht mehr so schwer wie. Oh, oh, die kommen hier aus dem Ding raus. Shit. Alter! Oh, da ist noch einer. Meine Fresse. Du kriegst die Tür nicht zu. Oh, noch einer. Oh. Oh ja. Wo schießt der her? Da schießt irgendwo was. Tür. Durch die Tür. Oh, fuck. Da, hier auch noch. Oh, ich kann ihn nicht töten, ich kann ihn nicht töten, ich kann ihn nicht töten. Er ist tot, er ist tot. Aus der Tür steht. Oh, immer da ist noch einer. Die spawnen da irgendwie. Die spawnen da in diesem komischen Kasten da drin.
Pass auf, hinter dir! Wo kommen die her? Ich hab keine Ahnung. Scheiß Drohne. Oh fuck. Ich trau mich nicht wirklich dahin zu laufen, aber ich tu's einfach mal. Pass auf, das sind mega viele. Ja, danke. Scheiß Infos hier von der Tante. Oh fuck. Oh, Alter, diese scheiß Lichtschranken. Wo bist du? Ich bin hier oben gerade in dem. Oh. Ich versuche hier rauszukommen. Jetzt komme ich nicht raus. Hallo? Hm? Komm hier nicht raus. Ah, jetzt. Ich check das Prinzip mit den Lichtschranken nicht so wirklich. Gut, okay, alle Gegner tot. Das verschafft uns ja schon mal einen kleinen Vorteil. Also es scheint nicht ganz so schwer zu sein wie eben in der Mission. Nee. Nur diese scheiß Special-Missionen sind immer so mega abgefuckt. Okay, irgendwelche Roboter. Oh shit, da kommen wir her. Okay, mit dem Schwert zocken macht echt Spaß, muss ich sagen. Was? Ich check mal. Öffnest du schon? Jo. Oh, wir kriegen Besuch. Fähigkeit nicht freigeschaltet? Das kann ich. Die kann ich nicht, die kann ich nicht. Na, oh, komm schon, komm schon. Oh, da, oh, da kommen mega viele. Aber die sind zum Glück nicht so stark. Nee. Oh, pass auf, pass auf. Pass auf, hinter dir. Puh. Oh, wie sie durch die Gegend fliegen. Oh oh. Drohnen scheinen irgendwie den Schild zu geben. Hast du es gesehen? Ja. Ich glaube, die müssen wir zuerst metzeln. Ich glaube, wir haben hier oben ziemlich gut aufgeräumt. Ja, doch. Wo geht's denn hier weiter? Hier ist eine Tür. Oh, Menge Schränke. Oh, was ist hier so ein Mega-Roboter? Siehst du das? Ja, sehe ich. Krass. Scheint aber defekt zu sein. Kann ich alles nicht nehmen. Was ist denn das? Da ist ein Aufzug, aber ich gucke erstmal, was hier abgeht. Mhm. Nicht viel, ne?
Ne, aber hier sind noch Schränke. Ich weiß nicht, ob der Aufzug richtig ist. Keine Ahnung. Hier ist auch noch ein Schrank. Ne, wir müssen nach unten, aber hier kommt einfach eine Etage höher. Hier waren wir doch schon. Ne, hier waren wir noch nicht. Oh, hier ist ein bisschen blutig. Hier kommen wir wahrscheinlich nachher zurück, weißt du, zu der Abholstation. Scheinen wohl irgendwelche Experimente gemacht worden sein. Ja, wir müssen auf jeden Fall runter. Ein blutiger Tisch, riesige Roboter. Lecker. Genau, ich würde sagen, wir müssen hier lang. Ja. War jetzt auch nicht so schwer zu deuten. Oh. Alter, wo geht's jetzt? Au. Oh. Alter Schwede. Mein Gott. Also das sieht ja mal nice aus. Oh, pass auf, da fliegt was. Ja. Aus wie eine Drohne. Also das einzige, der einzige Nachteil von der Grafik, komm mal hier in den Stein rein. Ich komme mir vor wie Patrick, wie bei Patrick zu Hause von SpongeBob. Ja. Im Stein. Hier rechts gibt's was. Oh, hier ist Schränke. Oh, sehr schön. Und ein abgestürzter Roboter. Oh, jede Menge Zeug. Wer sucht, der findet. Hm. Oh, da kommt jemand. Wer ist denn eigentlich diese reizende Dame, die uns immer Hinweise gibt? Gute Frage. Die wurde uns noch gar nicht vorgestellt, ne? Ne, ist bei mir und Frauen meistens so. Das ist echt traurig. Oh, 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 oh. Oh, oh, neben mir! Oh, lol. Ich komme. Ich hab ihn. Da war noch ein Schrank. Hier ist ja. Also, die Missionen sind echt zu schaffen, wenn es nicht so eine Special-Mission ist. Mhm. Wenn einfach mal 10.000 Gegner vor einem stehen. Auf jeden Fall, oder ist noch einer? Alter! Wie läuft echt. Wie läuft der? Der hat sich da festgebackt. Oh, jetzt habe ich meine starke Fähigkeit. Von wo? Ich höre was. Oha. Oh, oh, fuck. Oha. Pass auf. Haben wir. Kommt noch mehr. Oh, wir sind im Schrank. Aber die halten zum Glück nicht so viel aus. Nee. Lol, guck mal. Boah, wie geil ist das denn? Okay, wir sind auf der Oberfläche der Venus, würde ich sagen, ne? Oder welcher Planet war das jetzt? Venus? Das ist Venus, aber. Ja. Sind wir jetzt so auf der Oberfläche? Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall habe ich mir die Venus ganz anders vorgestellt. Ich persönlich war ja noch nicht dort, deswegen. Also ich habe da mal einen Cluburlaub gemacht für 3 Wochen. War ganz schön. Cluburlaub, ein Kegelclub. Mit den Damen vom Kegelclub. Nee, Venus, ist die nicht brühend heiß? Also ich bin der Meinung, dass sie auf jeden Fall nicht kalt ist. Keine Ahnung, hat die nicht eine kalte und eine warme Seite? Ach, ich kann mich jo, echt, also ja. Planeten und so ein Kram, alles was exorbitant ist, sagt man das überhaupt so? Ist ja egal. Nö, ne, alles von weiter weg als Frankreich. Sie haben uns noch nicht gesehen. Oh, wenn du denen einen Headshot gibst, sind die echt direkt tot. Naja.
Boah. Der Schneider ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, doch. Oh. Oh ja, sehr geil. Ja. Oh, pass auf, da kommt. Da hinten der Turm, da hinten. Siehst du den Turm, der da links schwebt? Oh, ich sollte mich vielleicht ein bisschen um die Gegner kümmern, anstatt um die Kulisse. Jetzt können wir uns um die Kulisse kümmern. Siehst du da links den Turm, der da schwebt? Links. Oh ja. Was ist das denn? Keine Ahnung. Heftig. Auf aufmerksam machen, dass wir hier ein paar Feinde haben. Bist du noch drin? Ich bin noch drin. Ich war wieder raus, weil es mir zu viel wurde. Oh, oh, einer von den Starken. No, hab ihn. Oben sind noch welche auf der Probe. Hab ich auch. So. Oh. Ich hab ein Upgrade gekriegt. Lol, wo geht's hier lang? Ist das vielleicht nachher unser Ausgang, oder? Sieht so aus, ne? Dann würde ich da erstmal nicht. Könnte lang sein. Sieht aus wie ein Helipad hier. Ja, das erinnert mich irgendwie an Star Wars. Hier, wie heißt es, Obi-Wan Kenobi mit seinem Fighter da auf diesem Wasserplaneten landet, um die Klonkrieger abzuholen, weißt du noch? Ja. Zweite Folge, glaube ich, oder dritte Folge. Nee. Doch. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Also es hat ein bisschen was von Halo, ein bisschen was von Dead Space, ein bisschen was von Star Wars. Ja. Oh. Nix drin. Oh, doch hier jede Menge Schabernack. Sehr schön. Alles gut. Friedlich bis jetzt. Bis jetzt ja. Oh, mein Schal backt immer so rum, das ist so nervig. Knoti doch immer endständig zu, Mensch. Mach doch mal richtig zu, Junge. Du holst dir doch den Tod. Oh, wir waren letztens in der Straßenbahn. Das war das letztens vor ein paar Monaten. Mit einem Kumpel. Nee, ja, vor ein paar Jahren. Da war so eine Oma mit ihrem Enkel. Das war so geil. Also, so eine richtig kölsche Assi-Oma mit ihrem Enkel. Und der Enkel lief da in der Bahn rum und die Oma dann: Kevin, komm jetzt bei der Oma auf die Chance. Oh nein. So geil. Und der Kevin dann: Guck mal, Oma, da draußen ist der Mike. Bist du Eck? So ist der Mike. Komm jetzt her. Wo müssen wir hin? Fahrstuhl. Oh. Schon mal gedacht, dass ich Platzangst hab. Oh, hier geht's aber hoch. Oha. Oh, meine Güte, aber jetzt. Oh, nee, noch. Oh. Also jetzt, da, ich sehe Schränke. Guck mal durch um die Gegner, ich mach die Schränke. Oh, 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 hier Erfahrungspunkte. Komm mal schnell her hier. Ist aber schön ist für mich. Ja, so ein bisschen Kleinkram. Oh, ich sitze sowas von unbequem. Uff. Mein Gott, man merkt, dass ich alt werde. Setz dich mal richtig hin, Junge. Holst dir doch noch einen krummen Rücken. Oh Gott. Oh, ich hab was da gehört. Oh, oh shit. Oh, oh, wow. Was zum Henker? Scheiße. Pass auf, da kommt einer zu dir. Kann er auch hier durch?
Nee, oder? Doch. Doch. Wir können durch. Wie unbeschreibt ist das denn? Roboter. Au! Hab ihn. Meine Fresse. Eine Selbstverteidigungsanlage, auch nicht schlecht. Aber die haben wir. So, jetzt müssen wir, warte mal, ich mach mal die Kameras putt. Ah, wieder da, Mann, geh. Ah, ich hab ihn. Und tot. Meldet mich auch den Schnetzler. Was ist da hinten? Ich gehe mal kurz. Ich laufe mal ganz kurz dahin. Ich glaube, da war nichts. Nee. Sag das doch vorher, Mensch. Ist man unter Wasser oder so? Guck mal, da die Glasscheiben. Was ist das für ein Tunnel? Nee, ich glaube, das ist einfach nur eine Glasscheibe. Das ist ein Riesentor. Ja. Hast du mal Portal gezockt? Ja. Die am geilsten finde ich die Stelle mit diesem riesengroßen Tor, was ja, da reingelassen ist. Ja, sehr geil. Und dann ist da unten diese ganz kleine Tür. Das ist einfach so lächerlich. Oh, die mögen uns nicht. Boah, der ist ja richtig ab. Boah, wie die durch die Gegend fliegen. Geil. Ganz großes Kino. Also schön gemacht auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Geile Levelkulissen. Oh, pass auf. Wir sind gut getarnt hier. Kann ich hier hoch? Das ist eine Riesenfläche, das gefällt mir. Oh, ja. Alter, bis wohin müssen wir denn hier? Okay, Alarm angeschaltet, scheiße. Oh! Wie die Party. Ja, ich mache aber noch mal Schränke auf. So viel Zeit muss sein. Das ging doch hier. Wunderbar. So. Ah, diese Alarmanlagen werden auch immer anspruchsvoller. Nicht. Hallo. Liebe Gegner, ich gebe euch einen Tipp. Lauf oder nicht in einer Reihe. Wow. Oh, pass auf. Special, 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 special. Oh, da kommen noch mehr. Das war mal ein Kopf. Das sieht ja auch fett aus hier. Das ist eine ziemlich große. Geht's da runter? Ja, das ist eine ziemlich große Höhle. Mhm. Oh, Tom, Überraschung. Irgendwie werde ich gerade verdammt übermütig. Oh, ich habe halt keine. Ah, doch. Oh, ich habe noch. Ich wollte gerade sagen, ich hätte keine Munition mehr, aber das war ja mal sowas von einer Lüge. Ich mache hier gerade einen auf, ich überrasche die Gegner. Oh, du hast ja alle schon getötet, ja super. Ich schalte mal den Alarm aus. Jo. Okay, kann ich nicht. Oh, was? Gegner, Gegner, Gegner. Hinter mir. Oh, eine Menge, Menge, Menge Gegner.
Boah, der geht gar nicht da. Komm mal raus, komm mal raus. Bin schon quasi in dem einen Raum drin. Ah, das bist du. Entschuldigung. Hast du alle getippt? Oh, nee, da fliegt noch eine Drohne. Oh! Klack! Der ist gut geflogen. Da waren es wieder zwei. Nämlich zwei Teile. Weißt du, was ich meine? Kleiner Scherz am Rande. Hochintellektuell. Hier irgendwo soll das Energieding sein. Aber müssen wir kaputt schießen? Genau hier, das müssen wir. Wo denn? Hier. Ah ja. Aber ich kann es nicht. Ah, ist schon, wir müssen die Dinger da kaputt schießen, ne? Ja, genau. Achtung, wir werden angegriffen. So, Aufgabe ist auch schon erfüllt. Hier geht's raus, ich will aber erstmal hier kurz, warte, hier gibt's noch was zu entdecken. Ne, gibt's nicht. Ich dachte... Da ist einer, da ist einer. Oh, einer ist gut. Wo ist denn jetzt hingelaufen? Hier ist auch noch eine Tür. Oh! Jetzt auch was. Keine Beine mehr, der Arme. Oh nein. Na, ich schalte mal den Alarm aus. Alles klar. Ausgeschaltet. Halt aber still, Mensch. So. Boah. So, ich glaube, wir müssen hier weiter. Alarm ist ja immer noch an. Hä? Nee, hab ich doch gerade ausgemacht. Ah, der geht aus. Oh! Was war das denn? Oh shit! Achtung! Verteidigung uns. Ich hab sie deaktiviert. Ja. Pass auf, da ist noch eine Kamera. Okay, ist ausgeschaltet. Ah, cool. die Kameras aktivieren die. Genau, auch. Genau. Ich verstehe. Oh, Kamera, pass auf! Ausgeschaltet. Ich bin einfach durchgerutscht. Okay. Ich bin Besuch. Ich sehe schon. Oh, da hinten sind ein paar. Schon? Ich bin. Oh, ich liege. Ach, bist du. Ja, da würde ich mich nicht hinstellen an der Stelle. Danke. Null Problemo. Es war so klar, dass ich wieder übermütig werde. Schwert überall reingelaufen.
Das hört sich doch gut an. Puh. Mein Gott. Warum zum Henker sind wir jetzt hier hochgefahren? Nur um... Ach, lol! Oh yeah! Geil! Das war eine fette Runde, würde ich sagen. Na, auf jeden Fall. Die hat auch richtig Bock gemacht. Also die Gegner waren nicht zu schwer. Mhm. Aber die sind, waren viele. Definitiv. Ja. Sehr, sehr nice. So, was hast du in die Statistik hier? Ich war mal wieder schlagkräftiger. Du hast auch wieder einen mehr eingesteckt. Das ist eigentlich immer dasselbe, ne? Ja. Aber nein! Ach nee, du hast derjenige, der wieder, hat das wieder mehr Gegner getötet. Mehr Kopftreffer. Du hast wieder mehr im Nahkampf. Zielgenauigkeit, warst du wieder besser als oh, ich, war klar. Oh, warte mal, ich krieg gerade was. Engels? Ja, hier blinkt gerade was. Im Game? Nee. In dieser Übersicht mit den Levels. Bei mir blinkt da nix. So. Ah, doch da, diese Fossa-Mission. Ja, genau, genau, genau. Aber jetzt ist das Blinken weg. Ja, und da gibt es noch so eine Special-Mission mit diesen zwei Schwertern, siehst du das? Konklave. Stufe 0 bis 100, okay. Versus. Ob das ein PvP-Bereich ist? Kann sein, aber irgendwie kann man nicht joinen. Ja, Versus hört sich nach... Konklave-Wertung. Der Ausrüstung eines Gruppenmitglieds 120 in Klammern erfüllt nicht die Vorgaben für dieser Konklave. Okay. Also es scheint ein PvP-Bereich zu sein. Wir müssen uns mal schlau machen, wie man da sein kann. Ja. Aber jetzt haben wir die Auswahl auf der Venus. Entweder in Richtung V-Prime, Rettung, oder Aphrodite, Gefangennahme. Die Aphrodite ist ja so eine Einzelmission, wo der Zweig... Ach, der Zweig geht weiter, ne? Ja. Tatsache. Führt der nachher irgendwo hin? Ne, der endet dann da, ne? Ich würde sagen, wir machen Aphrodite erstmal zu Ende, oder? Können wir machen, ja. Und dann gehen wir zu V-Prime. Die Frage ist, ob diese beiden Endmissionen da nochmal Endgegner haben. Das wird richtig übel, dann. Oh ja. Die jeweils nochmal... Das wird richtig heftig. Oh, E-Gate. Das letzte von ganz... von unten. In Richtung ja. Nach unten. 10 bis 25. Oh, ja. Ach du Scheiße. 8. Ja, das wird ein Endgegner sein. Genauso wie Linnea. Ja, Linnea ist nur 8 bis 10, aber Fossa wahrscheinlich. Oh, meine Maus ist aus. Meine Maus ist leer. Wird aber ganz schön oft leer. Ja, ich meine, ich benutze die auch oft, ne? Ich bin den ganzen Tag nur zocken. 10 bis 12, ja, dieses E-Gate ist schon. Scheint eine Nummer heftiger zu sein. Na gut, Kinder. Für heute reicht's mir aber. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Mhm. Oder bei Blacklight oder bei Arma 3 oder wie auch immer. Irgendwo. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ja. Euch noch einen erholsamen Abend, falls es bei euch gerade Abend sein sollte. Wenn nicht, dann schöne Resttageszeit. Was sagt man da? Egal. Gut, Leute. Willst du noch was sagen? Nö. Gut, mich auch nicht. Gut. Mir sind die Worte entfallen. Dann bis zum nächsten Mal. Jo. Tschö mit Ö. Tschüss.